Sobald die Kriminalität Kopfzerbrechen, oh, so viele Leute sterben. Wie ist überhaupt meine Sympathie? 74%. Und hier wird schön fleißig ausgebaut, ey. Was kostet mich nochmal so einen schönen teuren Bahnhof? ...40.000, Gottes Willen. Da muss ich noch ein bisschen mit Geld. Ach ja, ich krieg momentan kein Geld durch die Industrie, weil die komplett ausbaut hier. Wie ist eigentlich der Bildungsstand momentan? Wird wieder besser. 2500 Sims sind angemeldet. Und wir haben die 100.000er Grenze erreicht. Was die Einwohnerzahl betrifft. Trotz hoher Steuern. Oh, die Technikstufe steigt gerade, richtig. Die Hightech-Industrie entwickelt die Stadt weiter. Kluge Sims entwickeln neue Technologien, die ihnen das Leben erleichtert. Schön! Wir haben ein Bildungsproblem. Schlecht ausgebildet. Was? Beschweren sich, dass sie keine... Ja... Upgrade! Was knallen wir jetzt noch dran? Medizin. Senkt bei Besuch durch denn das Risiko für die Sims krank zu werden. Und da riesen die Wissenschaftler, ohne sich vom Wissen blenden zu lassen. Steigert bei Besuch des Sims Erfolg der Hightech-Industrie in der Stadt. Ingenieur. Hierhin können sich die neueste Stadt schicken. Steigert bei Besuch in der gesamten Stadt die Profite in Industrien dank der unteren und nein. Wirtschaft. Wirtschaftlichen Profit der gesamten Stadt. Toll. Toll. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Hier haben wir noch was freigeschaltet. Garage für Industriebrand, Löschwagen an der großen Feuerwache. Hier haben wir nichts freigespielt. Ja, die Frage ist nur, wohin damit? Weil der so alt kann ich das bauen oder was? Damit hau ich nur einen aus weg, ne, ja. Oh, das war jetzt aber schweineteuer. Das können wir jetzt eigentlich für Forschungsprojekte bauen. Den sauberen Kohlegenerator kann ich bauen. Den sauberen Ölgenerator kann ich bauen. Jury könnte ich nicht bauen. Den Ermittlungszug könnte ich bauen, okay. Und das Raumfahrtzentrum könnte ich errichten. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber es werden immer noch nicht alle Sims unterrichtet. Ein Kurzschluss, oh je. Mal, die können aber auch mit gar nichts umgehen. Wir sind vielleicht, weil wir keine Facharbeiter finden. Tja. Da muss ich mich wieder mehr in die Ausbildung der Sims reinstecken. Also müsst ihr mehr Steuern zahlen. So einfach geht das. Ganz einfach läuft das in SimCity. Wenn ich den Stau immer noch sehe, da kriege ich immer noch zu viel. Obwohl, 23 Minuten ist ja gut. 44 Minuten geht ja auch noch. 72 Minuten. Wollt ihr mich verarschen? Dass das echt so lange dauert beim Flughafen. Man muss einchecken, da muss man noch da hinlaufen, da muss ein Flieger bereitstehen. Sieht die Müllentsorgung eigentlich aus?
Ey! Ziemlich gut. Was Riesenmonster? Nein. Godzilla! Scheiße, mein Bahnhof ist platt. Toll, ganz toll. Nein, wo willst du hin? Gut, da kannst du von mir aus bleiben, habe ich kein Problem mit. Aber der Bahnhof ist platt. Nein! Pumpschuss ist ja nicht stehen geblieben. Nein, nicht die Müllhalde! Ach, der frisst den Müll, da kann das sein, ja. Wow, eine böswillige Mutanten-Exe hat heute Bikini-Bälle angegriffen. Es gab 43 Opfer. Augenzeugen beschreiben den Anblick als widerwärtig. Nein! Fuck es willen, ey. Man nur die eine abreißen? Ja! Nein! Fuck, es wird mir Geld. Jetzt muss ich erstmal wieder am Bahnhof errichten. Das kostet auch wieder Geld. Und dann brauche ich heute die zweite Pumpschgasse. Die Pumpschgasse ist mir gerade ein bisschen wenig wichtiger, ey. Fuck, es fehlen, ey. Scheiß Katastrophe. Ist die Brücke hier auch eingestürzt? Ne, die ist ganz geblieben, oder? Ja, die ist ganz geblieben. Das wird automatisch rot, okay. Wann müssen die verlassenen Gebäude? Grundbrand. Und... Also wie gesagt, die Bummstation ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Müssen alle fast 13 Steuern zahlen, ne? 13% Steuern ist mir doch egal. Da wird wieder fleißig unterrichtet. Sollen hier alle eine Ausbildung bekommen? Die meisten fahren bestimmt immer noch mit Auto dahin. Das Stauproblem kriege ich nie mehr in den Griff. Das könnt ihr vergessen. Ich sehe aber 60.000. Bitteschön. Wasserproblem gelöst. Jetzt brauche ich nur noch gleich den Bahnhof. Ich habe sogar 112.000 Einwohner. Also, man kann die Steuern ruhig erhöhen, da passiert gar nichts. Also eine Uni lohnt sich eigentlich immer. Ist mir aufgefallen. Also eine Uni lohnt sich wirklich immer. Auch wenn die kostet auch nur 1600, das ist 1600, die man eigentlich immer gut anneckt. Finde ich jetzt. Ich war natürlich immer noch auf das Profi-Stadion hier hin, das ist euch klar.
Ich upgraden. Ich kann mir die Bürgermeistervilla leisten. Okay. Okay, die meisten sind nur Mittel. Die meisten Wohngebiete, also da ist noch einiges möglich. Besonders hier. Ach, die sind. Sie fahren die hohen Steuern nicht. Pech. Da musst du hier nicht wohnen. Ja gut, hier, Alter, selbst hier bin ich mit dabei. Aber wir kaufen, wir haben Notfall, kaufen wir Geld ein. Achso, die ist jetzt erlaubt. Warum ist die jetzt erlaubt? Wahrscheinlich, weil ich genug, 225.000. Ich habe nur 20.000 Touristen. Momentan. Eigentlich könnte man hier unten ja so ein schönes. Komm, das machen wir einfach mal. Wir machen mal hier unten eine Spielhalle. Machen wir mal eine Spielhalle auf. Zeige ich euch das mal. Was kann man denn hier dran bauen? Ein Casino-Leuchtschild. Was kann man denn hier noch dran bauen? Wir können. Schöne Zimmer? Was haben wir denn hier noch? Münzautomaten, Blackjack, Comedy Club and eine Lounge. Okay. Okay. Das hört sich interessant an, habe ich mal schon Verlust. Wir kommen in unsere neuen Spiele. Ach so, die brauchen erstmal Leute dafür. Sie wollen mehr Touristen als das sie derzeit bewältigen können. Es müssen öffentliche hinzugefügt oder ausgebaut, um mehr Touristen befördern zu können. Alter, leck mich doch am Arsch! Vielleicht bringt die Spielhalle mir ja richtig Geld. Dann guck mal, wie viel Touristen cool, wenn da alles rumläuft! Alter, ey, das nenne ich aber Anziehungskraft, ey. Macht jeden Tag 676 Gewinn. Okay. Eingaben, Ausgaben. Alter. Vielleicht gehe ich doch in mein, das in die Glücksspielhalle hier. Komm, machen wir noch so einen Blackjack-Tisch. Yeah! Jetzt geht's ab! Wir wollen Geld. Was können wir jetzt hier noch bauen? Schöne Zimmer. Günstige Zimmer, schöne Zimmer. So, schön das Geld mir da lassen. Was willst du eigentlich? Oh, Nachfrage bei den Touristen. Geil! Das wird jetzt unsere. Das wird jetzt diese. Die Glücksspielmeile, oder? Komm! Was haltet ihr davon? So eine richtige. Ach, so kann man gewinnen, man durch Spezialisierung. Geil!
Das gefällt mir! Hey, was kann man denn hier noch bauen? Münzautomaten! Platsch! Dran damit! Alter! Touristen sind das Geilste überhaupt! Alter, da kann man ja reich mit werden. So nennt man Touristen aus. Alter. Es wollen mehr Touristen in die Stadt kommen, ey. Ich sollte eine Zentrale von unser Casino Imperium bauen! Alter, leck mich am Arsch. Was kann man denn noch? Was muss man denn noch machen? Verdient ihr am Tag nur 52.000 Spielzentrale. Geil. Ich geh in die Tourismus hier rein und in. Alter, man kann man nämlich richtig Geld fit verdienen. Hier, guck mal, da kriegt man sogar Einnahmen für. Wenn das nicht geil ist. Woohoo! Der hohe Nachfrage. Ich weiß, was der hohe Nachfrage da entsteht durch. 16 Minuten, ne? Ja, toll. Ich kriege das mit dem Verbrechen natürlich aber nicht in den Griff. 2200 in der Stunde, ey. Mit einer verfickten Spielhalle, ey. Was? Die Stadt ist langweilig? Ich gib's dir gleich. Ach so, Limit ist erreicht. Machen wir noch so ein schönes Schildchen. Was soll's? Also ich muss wie viel gewinnen man für das nächste? Richtig viel, oder? Das brauche ich hierfür. Alter! Profit heute, richtig viel. Aber es braucht sich erst nochmal diesen Scheiß. Bahnhof hier. Aber ich glaube, ich muss mal die Straße da wieder abreißen. Wie Müllhalde fast voll. Oh fuck. Das ist blöd. Das ist sogar richtig blöd. Schön Verbrennungsmotoren einrichten. Kostet mich jetzt alles nochmal mehr Geld, ey. Was schlecht ist. Alter, ich krieg nur noch Betrug und so eine Kacke hin, ey. Ja gut, da habe ich jetzt dadurch enorme Einbußen, das hat man jetzt sofort gemerkt. Ach, Profit gestern, ey, Alter, leck mich doch am Arsch. Ich wollte jetzt eigentlich den Zug bauen hier. Obwohl, den baue ich unten gar nicht, das hat echt keinen Sinn, wartet. Weil dann kann der Verkehr einfach besser fließen.
Weil der Bahnhof war ja eh nicht so der Bringer. Das hat man ja jetzt gemerkt. Weil der hat dann immer dafür den Stau gesorgt. Dann können die da drehen, dann ist das besser.